Den Einkäufern hier auf der The Gallery in Düsseldorf, der Mode-Order-Plattform, sieht niemand an, ob bestellte Ware später über das Internet oder das Geschäft in einer Innenstadt verkauft werden soll. Herstellern ist das relativ egal, Hauptsache der Absatz stimmt. Das macht allerdings auch deutlich, Berührungsängste vor digitalen Vertriebswegen sind längst tabu. Gerade da habe ich auch einen Ansatz gemacht, dass wir nämlich schöne Inszenierungen nebenbei dem Einkäufer bieten, dass er eben zum Beispiel sich eine virtuelle Umkleidekabine angucken kann. Er hat mit unserem Partner Platform Fashion die Möglichkeit, in verschiedene Seminare, Vorträge reinzugehen, um dann nur mal zu sagen, wir haben hier CEOs von Brands for Friends, die den Einkäufer einfach einsammeln und sagen, was könnt ihr besser machen. Dennoch, selten, aber immer wieder ist Überzeugungsarbeit notwendig. Darum gibt es parallel zum Mode-Order-Geschäft hier auch Vorträge dazu, wie E-Commerce erfolgreich umsetzbar ist. Das ist heutzutage ziemlich einfach. Technisch ziemlich einfach, weil die ganzen Plattformen sogenannte Schnittstellen, API-Schnittstellen bieten, wo ich meine Daten andocken kann. Selbst Plattformen, große Plattformen wie Facebook, die ja 1,6 Milliarden Leute erreichen können, bieten solche Möglichkeiten. Von daher, ich kann auch für kleines Geld als kleines Unternehmen auf solchen Plattformen da sein. Und ich kann natürlich auch durch die Segmentierung der Zielgruppen immer genau die Zielgruppe in meinem Ort, in meinem Bundesland, in meinem Land, in meinem Kontinent immer finden, die für mich wichtig sind. Händler, Marken und Hersteller, die keinen eigenen Online-Shop betreiben wollen, können mit Partnern arbeiten. Online-Shopping-Clubs oder Lösungsanbieter für eBay. Nur eins stellen Fachleute hier vor Ort fest: Ohne E-Commerce bleibt Erfolg in Zukunft wohl aus. Wenn ich wachsen möchte oder muss, dann werde ich zwangsläufig mich mit einer digitalen Strategie ernsthaft auseinandersetzen müssen, die sehr stark sich auch um den Mobile-Kanal drehen wird. Und jetzt ist die Frage, baue ich das alles alleine selber auf oder nutze ich Partnerschaften und existierende A-Lagen, Online-A-Lagen, nutze ich die für meine digitale Wachstumsstrategie? Bleibt neben Bits und Bytes noch das Wichtigste hier, die Trends. Sie treiben den Handel, ob on oder offline. Strick auf jeden Fall, Farbe geht so, kommt immer drauf an. Dunkle Edelsteintöne sind total angesagt, also fast ins Schwarz gehende Töne. Man kann eigentlich alle sehr dunklen Töne auch miteinander kombinieren und hat fast einen Look, der fast schwarz ist, aber nicht ganz schwarz sein soll, sozusagen. Und all das dann ab Herbst 2016 in Ihrem Lieblingsshop, im Internet oder der Innenstadt.